Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, seien Sie herzlich gegrüßt zu diesem Videogottesdienst aus Nauen heute am Pfingstmontag. Pfingsten, das ist ja das Fest des Heiligen Geistes. Was aber ist der Heilige Geist und was bewirkt er? Wir haben es heute in unserem Alltag mit vielerlei Geist zu tun, oftmals leider auch mit vielem bösen Geist. Gottes Geist aber will uns immer wieder zum Guten führen, zu Liebe, Frieden und Gerechtigkeit. Die Bibel beschreibt den Heiligen Geist als Grund und Anfang der Kirche, der Gemeinschaft derer, die zu Christus gehören möchten. Der Heilige Geist gibt uns Gaben und Aufgaben. Davon werden wir hören, daran werden wir immer wieder erinnern, gerade auch heute durch das Pfingstfest. Und so bitten wir an diesem Tag Gott darum, dass er uns seinen Heiligen Geist schenken möge, dass er mit seinem Heiligen Geist bei uns sei. Viele Pfingstlieder drücken ja gerade diese Bitte aus. So auch das Lied, das wir nun singen möchten. Wenn Sie mögen, können Sie wieder gerne mitsingen. Der Text wird eingeblendet. Es ist das Lied, nun bitten wir den Heiligen Geist. Und wir bitten Gott um seinen Segen. Herr, segne diesen Gottesdienst und deine Christenheit in der ganzen Welt mit dem Reichtum deiner Gnade. Amen. Wir loben Gott mit Worten des 100. Psalms. Jauchzet dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden.
Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken, erkennet, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Gehe zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, lobet seinen Namen, denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Wir beten, Herr unser Gott, du Geist der Wahrheit, den die Welt niemals erfassen kann. Wir bitten dich, wecke unsere Herzen auf in Freude über dein Kommen. Erfülle uns mit Verlangen nach deinem Frieden und entzünde in uns die Sehnsucht, dein unfassliches Wort zu sprechen. Erhöre uns um Christi willen, dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Wir hören das Evangelium für diesen Tag. Es steht im Johannesevangelium im 20. Kapitel. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und sprach zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Evangelium unseres Herrn. Jetzt singen wir das Lied O komm, du Geist der Wahrheit im Gesangbuch Nummer 136, die erste und siebente Strophe. Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen.
Wir hören den Predigttext für diesen Gottesdienst aus dem 1. Korintherbrief im 12. Kapitel. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allem. Durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, dem anderen ein Wort der Erkenntnis durch denselben Geist. Einem anderen Glaube in demselben Geist. Einem anderen die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist. Einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist, der einem jeden das Seine zuteilt, wie er will. Liebe Gemeinde, wenn man das so hört, was der Heilige Geist alles vermag, da kann man sich eigentlich nur wundern, dass Pfingsten unter den Hochfesten der Kirche das gewissermaßen unbekannteste und ja, vielleicht am wenigsten zelebrierte Fest ist. Pfingsten sind die Geschenke am geringsten, das weiß der Volksmund, und dass er das so sagt, das ist schon irgendwie bezeichnend. Pfingsten, das ist, ja, manche fragen dann immer wieder, was ist das eigentlich? Eine Frage, die mitunter nicht ganz einfach zu beantworten ist. Natürlich, wir haben es eingangs schon gehört, Pfingsten, das ist das Fest des Heiligen Geistes. Fest der Ausgießung des Heiligen Geistes, Geburtstag der Kirche, so wird dieser Tag, werden diese Pfingsttage auch genannt. Nach Jesu Kreuzigung und Tod, nach Auferstehung und Himmelfahrt folgt die von Jesus verheißene Sendung des Heiligen Geistes. In der Apostelgeschichte, dem wohl bekanntesten Pfingstbericht, wird das als ein ganz dramatisches Ereignis beschrieben. Wind erhebt sich, ein Sturmwind erfüllt das ganze Haus, in das sich die Jünger zurückgezogen haben. Es pustet die Jünger gehörig durch, und dann erscheinen Feuerzungen und setzen sich auf die Jünger. So erfasst der Geist Jesu die Jünger, und das hat Folgen. Es bringt die Jünger in Bewegung, sie fangen an zu predigen und Gott und seine großen Werke zu verkündigen. Der Geist Gottes ist eine Kraft, die bewegt. Eine für mich wirklich immer wieder gute Brücke zum Verständnis dessen, was mit Geist hier gemeint ist, ist dieses griechische Wort Pneuma, das im Neuen Testament in der Regel eben mit Geist übersetzt wird, das man aber ebenso gut auch mit Wind übersetzen kann. Und Geist und Wind haben manches gemeinsam. Beide sind nicht unmittelbar sichtbar, sondern zeigen sich vor allen Dingen in ihren Wirkungen. Hier im Havelland können wir ja etwa alle Tage sehen, wenn der Wind die Windräder bewegt und damit buchstäblich höchste Mengen von Energie erzeugt. Die Kraft des Windes wirkt auf Gegenstände, bewegt sie, da lässt sich was draus machen, im Falle der Windräder eben Strom. Und so ähnlich im übertragenen Sinne können wir uns auch das Wirken des Heiligen Geistes vorstellen. Auch dieser Geist ist eine Kraft, die man nicht unmittelbar sehen kann. Eine Kraft, die wir an ihren Wirkungen erkennen. Der Geist Gottes bewegt. Die Jünger Jesu bewegt er dazu, mutig auf die Straße zu gehen und das Evangelium von Gott und Jesus Christus zu verkündigen. Der Geist lässt sie so reden, dass sie von allen verstanden werden. Sie sind begeistert und das merkt man ihnen an. Durch ihr eindringliches und überzeugendes Reden von Gott. Christus hat diesen Geist seinen Jüngern verheißen. Er hat versprochen, diesen Geist zu senden, dass dieser die Schar seiner Getreuen führe und leite, stärke und tröste.
Der Geist Gottes ist die Kraft, mit der es die Christenheit zu tun hat. Und immer schon haben Christenmenschen die Erfahrung göttlicher Geistesgegenwart gespürt. Und doch ist und bleibt die Berufung auf den Heiligen Geist auch nicht ganz unkompliziert. Denn wer will schon immer ganz genau wissen, was eine Wirkung des Heiligen Geistes ist? Ist wirklich jeder und jede, die sich auf den Heiligen Geist berufen, wirklich von diesem Geist erfüllt? Zu den Erfahrungen der Christenheit gehört sicherlich auch, dass es manchmal schwierig ist, die Geister oder die Geisteskräfte zu unterscheiden. Und es macht eben einen Unterschied, wes Geistes Kind ein Mensch ist, welche Geisteskräfte einen Menschen erfüllen und bewegen. Die Begeisterungsfähigkeit von uns Menschen, sie ist eine zwiespältige Angelegenheit. Denn auch das wissen wir, Menschen können sich ebenso gut für das Böse begeistern, wie sie sich für das Gute begeistern. Begeisterung kann sich heilvoll und lebensförderlich auf Menschen auswirken, aber auch zerstörerisch und lebensfeindlich. Liebe Gemeinde, in unserem Predigttext beschreibt Paulus ganz verschiedene Geistesgaben. Manches davon mag uns vielleicht vertraut sein, vielleicht etwa das geistvolle, weiterführende und neue Wege eröffnende Wort. Auch, dass der Glaube etwas ist, das letztlich Gottes Geist schenkt, das mag vielen von uns ein vertrauter Gedanke sein. Manches kommt uns vielleicht auch fremd vor. Etwa die Geistesgabe der Zungenrede und die Deutung derselben. Das gibt es bis heute tatsächlich in manchen christlichen Gemeinden, vor allen Dingen in charismatischen Gemeinden. In den Kirchengemeinden unserer Landeskirchen ist das eher die Ausnahme. Aber klar ist jedenfalls, Gottes Geist und die Wirkungen dieses Geistes Gottes, die zeigen sich nicht nur auf eine einzige bestimmte Art und Weise. Gottes Geist wirkt auf vielgestaltigem Wege und es kann nur gut sein, wenn wir offen dafür sind. Offen dafür, dass es vielleicht auch immer noch ganz neue Wege gibt, über die Menschen das Wirken des Geistes Gottes erfahren können. Warum sollte das nicht auch im virtuellen Raum möglich sein? Da sollten wir dem Geist Gottes nicht zu wenig zutrauen. Dabei aber auch nicht vergessen, der Geist Gottes ist nicht etwas, was uns zu Gebote steht. Wir können ihn nicht einfach dahin schicken, wo wir meinen, dass es da jetzt mal nötig wäre. Gottes Geist wirkt, aber er wirkt, wo er will. To pneuma hoputelei pnei, der Geist Gottes weht, wo er will, so heißt es im Johannesevangelium. Vielleicht könnte man auch sagen, er wirkt auch, wie er will. Was wir tun können, ist um den Heiligen Geist bitten und beten. Wir können versuchen, unsere Sinne für das Wirken dieses Geistes zu schärfen, Ausschau nach ihm zu halten und nach ihm zu suchen und das alles in dem Vertrauen, dass sich der Heilige Geist nicht zu lange bitten lässt. Er will ja auch bei uns Einzug halten. Aber dann eben nochmal die Frage, woran erkennen wir es? Ob in uns oder anderen Menschen Gottes Geist wirkt und die treibende Kraft der Lebensbewegungen ist oder ob es nicht vielleicht doch ganz andere Geisteskräfte sind, die da am Wirken sind. Paulus deutet es in unserem Predigttext zumindest an. Das eine, was er sagt, die Fähigkeit, die Geister voneinander zu unterscheiden, ist letztlich auch schon eine Gabe des Heiligen Geistes. Und dann schreibt er noch dies, durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Zum Nutzen aller. Damit ist der christlichen Begeisterung eine klare Richtung gewiesen. Gottes Geist ist nicht da, wo Menschen nur um die eigenen Bedürfnisse kreisen, nur danach fragen, was ihnen selbst nützt. Gottes Geist ist da, wo Menschen in ihrem Handeln, Denken und Tun auch von sich selbst absehen und ihre Mitmenschen in den Blick nehmen. Gottes Geist offenbart sich da, wo Menschen nicht nur danach suchen, was ihnen nützt, sondern was allen nützt.
Aber natürlich ist das auch wahnsinnig schwierig, etwas zu tun, was wirklich allen nützt. Und wenn wir uns in unserer Welt umschauen, mit ihren vielen Stimmen, Interessen und Bedürfnissen, da mag uns ein Handeln, was wirklich allen nützt, fast unmöglich erscheinen. Aber dennoch ist das die Richtung, in die uns Gottes Geist bewegen will. Schritt für Schritt. Auch wenn der Weg weit ist, schwer und voller Hindernisse, auch wenn wir uns dabei vielleicht manchmal wirklich selber im Wege stehen, allein können wir das unmöglich schaffen. Um diesen Weg zu gehen, brauchen wir Hilfe, eben die Hilfe des Heiligen Geistes. Dieser Gotteskraft, die durch die Welt weht und, so hoffen und beten wir, auch unser Leben ergreift und in die richtige Richtung lenkt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Du bist heilig, du bringst Heil. Von diesem Lied singen wir jetzt einige Strophen. Erfreulicherweise die Infektionszahlen in den letzten Wochen wieder gesunken sind, haben wir hier in Nauen geplant, ab dem kommenden Wochenende wieder jeden Sonntag hier in der Kirche zu Gottesdiensten gemeinsam mit der Gemeinde zusammenzukommen.
Also am 30. Mai soll dann nach langer Zeit wieder ein gemeinsamer direkter Gottesdienst hier in der Kirche stattfinden und von da an dann jeden Sonntag wieder. So ist dies denn hoffentlich der letzte Videogottesdienst aus Nauen. Pfarrer Albruscheid aus Bötzow wird allerdings am nächsten Sonntag noch einen Videogottesdienst über die gleiche Stelle im Internet veröffentlichen. Den können Sie sich dann ansehen, zum Beispiel wenn Sie sich noch nicht hier in die Kirche trauen. Oder wenn Sie den Gottesdienst hier erlebt haben, können Sie den Gottesdienst im Internet von Pfarrer Albruscheid dann auch danach noch sich ansehen. Am 20. Juni soll der Gottesdienst hier um 13 Uhr stattfinden. Das wird dann ein besonderer Gottesdienst. Das liegt daran, dass meine Dienstzeit hier in Nauen zu Ende geht. Mit Ablauf des Juni werde ich in den Ruhestand gehen und am 20. Juni soll hier die Verabschiedung sein. Da wir allerdings noch die Hygieneregeln beachten müssen, gibt es nur eine begrenzte Platzzahl in der Kirche. Wir haben hier 150 Plätze markiert. Deshalb werden wir am 20. Juni dann doch noch mal eine Kamera mitlaufen lassen und den Gottesdienst ab dem nächsten Tag im Internet veröffentlichen, falls dann doch jemand nicht hineinkommt in die Kirche, dass er sich es dann im Internet noch ansehen kann. Näheres dazu finden Sie im Gemeindebrief, der jetzt verteilt wird. Herzlichen Dank an alle, die sich in den letzten Monaten per Überweisung an den Kollekten beteiligt haben. Heute ist die Kollekte für die Bibelmissionarische Arbeit unserer Landeskirche und zur Hälfte für die Gemeindearbeit hier in Nauen bestimmt. Wenn Sie sich daran beteiligen möchten, überweisen Sie bitte wieder die Kollekte auf das Konto der Gemeinde, das im Abspann angegeben ist. Wichtig ist, den Verwendungszweck wieder einzutragen. Kollekte Nauen, 24. Mai 2021. Herzlichen Dank allen Spendern. Und nun lasst uns für Bitte halten. Wir wollen auf jede Bitte mit dem Ruf antworten: Komm, Heiliger Geist. Herr, du Heiliger Geist, der du uns Menschen von Grund auf zum Guten verwandeln willst, wir bitten dich, erneuere unsere Herzen und Gedanken. Du Sturmwind und Feuerflamme, komm und belebe deine Kirche. Gemeinsam rufen wir: Komm, Heiliger Geist. Herr, du Spender des Lebens, erhalte deine Schöpfung und mache uns bewusst, wie unersättlich wir deine Gaben vergeudet haben. Stelle dich uns in den Weg, wenn wir am Werk sind, dein Werk zu plündern und zu zerstören. Rufe uns auf zu einer neuen Eintracht mit der Schöpfung, aus Verantwortung für alles, was da lebt, atmet und besteht. Gemeinsam rufen wir: Komm, Heiliger Geist. Herr, du Geist der Wahrheit, mach uns frei, damit wir als Töchter und Söhne Gottes leben. Öffne unsere Ohren, damit wir das Klagen derer hören, die unter Gewalt und Ungerechtigkeit leiden. Öffne unsere Lippen, dass wir denen unsere Stimme leihen, die keine Stimme haben. Öffne unsere Augen, dass wir schon jetzt das anbrechende Reich deines Friedens und deiner Gerechtigkeit sehen, wie du sie verheißen hast. Gemeinsam rufen wir: Komm, Heiliger Geist. Herr, du Geist der Einheit, versöhne die gespaltene Christenheit. Gib uns die Weisheit zu bewahren, was wir brauchen. Gib uns die Gnade, Dinge aufgeben zu können, die wir nicht brauchen. Stärke in uns Liebe und Toleranz, damit wir in Demut zusammengeführt werden. Gemeinsam rufen wir: Komm, Heiliger Geist. Heiliger Geist, wandle und heilige uns. Gib uns die Gaben, die wir brauchen, um deine Kirche zu sein. Wir rufen zu dir: Komm, Heiliger Geist. Herr, dein Geist, helfe unserer Schwachheit auf. Wir bitten dich, lass uns erfahren, dass denen, die dich lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Gemeinsam beten wir, wie Jesus zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen,
denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Erschein, du heiliger Geist, ein neues Lied aus dem violetten Gesangbuch wollen wir Ihnen vorsingen. Wenn Sie mögen, können Sie versuchen mitzusingen. Der Text wird wieder mit eingeblendet. Jetzt bitte ich mal den Dieter hier nach vorne zu kommen, den Dieter Kopp. Der weiß nichts davon, aber er soll trotzdem kommen. Ich hatte eingangs oder vorhin gesagt, dass das der letzte Videogottesdienst sein wird und Herr Kopp hat in all den Monaten so treu und in hoher Qualität die Videos aufgenommen. Dafür wollen wir ihm heute mal danken, lieber Dieter. Herzlichen Dank für alles, was du getan hast und wie du es getan hast. Und dafür wollen wir dir dieses Blümchen geben, dass du dich ein bisschen erholen kannst, dass du an deiner Gartenbank sitzen kannst und diesen Topf mit Blumen daneben und darüber dich freuen. Und wir haben noch ein kleines Geschenk hier mit in der Karte. Herzlichen Dank, lieber Dieter. Und nun geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.